große Feuer bei Junge! Oh mein Gott! Oha! Wie viele habe ich gerade geklatscht, was? Digga? Oh, Bro, Alter, meine Freunde, willkommen zu diesem wunderbaren Minecraft-Projekt, was wir heute spielen. Und ich erzähle euch gleich eine ganz schön epische Geschichte, meine Freunde, was heute passieren wird. Deine epische Musik fehlt. Also zum Beispiel, das hier ist ja cool. Oh! Oh, das hört sich so geil an. Oder? Ich bin ein Gespenst. 100 Spieler, Meteoriten, eine Stadt, die dem Untergang geweiht ist. Und ihr seid die Auserwählten, in dieser Stadt zu überleben. Absolut geil. Ganz wilder Cringe-Faktor. Dankeschön an Yorkshire und Stolzbald, die wieder zusammen gebaut haben. Ach ja, Leute, wenn ihr jetzt tatsächlich mitspielen wollt, könnt ihr mit Prime mich hier abonnieren. Habt eine höhere Chance, tatsächlich hier geweißt zu werden. Wie TH Bomber 1 oder Zara 28, die verstanden haben, dass man mit Ausrufezeichen Prime hier gratis resubben kann. Man kann auch bezahlen, wenn man will. Das hier ist die Stadt, in der ihr euch befindet, Leute. Die ist sehr, sehr klein und fein. Nicht der Kleine, sondern der Feine. Hm? Ein paar Sekunden später. Boah, ist aber groß eigentlich, ne? Und Satz mit X, das war aber nichts, Bruder. Wir laden jetzt erstmal hier ganz kurz das Texture Pack runter, Leute. Denn ohne das geht hier gar nichts. Ihr müsst alle mal Ja drücken, ne? Und ich kann jetzt quasi gleich anfangen und hier Meteoriten regnen lassen, richtig? Mhm. Guck mal nach oben. Oh! Oh! Ui. Große Feuerball, Junge! Und ja, da sind wir Bro. So viele Feuerbälle, Junge! Digga, übertreib. Ja, Bedrock! Das ist Baba. Das ist Baba. Ich spiel was mit. Denn? Echt jetzt? Ja, ich versteck mich in so einem Keller. Boah, Tobi, ey, denkst du auch, du mein kannst Versteck überleben? Nee. Dann starten wir die Apokalypse gleich, meine Freunde. Warte, ich muss mich verstecken. Sucht euch... Entschuldigung. Achtung! An alle Bürger der Stadt! Die Meteoriten haben gestartet. Die jährliche Purge ist damit eröffnet. Sämtliche Startdaten sind für 24 Stunden legal. Auch Meteoriten. Leute, die Apokalypse ist gestartet. Spawn oben random wow. Welche. Oh mein Gott. Cool. Oh mein Gott. Wie viele spawnen davon? Jetzt gerade alle 2 Sekunden 5 Stück. Digga, das ist ja ultra viel. Hochdrehen. Oh mein Gott, schaut sich an, diese armen, armen Bürger der Stadt hier, Leute. Die denken, sie wären sicher. Da kommt der leckende Meteorit. Er leckt. Also, die Spieler können den Meteoriten einfach aus... es leckt. Also... Der ist ja auf der der liegt einfach. Ich hab ein Standbild. Oh, ich hab glaube ich ein paar mehr gespawnt, deshalb. Ja, das könnte dann daran gelegen haben. Die Apokalypse ist vorbei. Oh, es regnet giftigen Regen. Hä? Warum ist es jetzt... Hä? Okay, ihr kleinen Kackermäuse, versteckt euch, solange ihr noch könnt und versucht nicht zu sterben. Tobi, weißt du was? Hier gibt's ein Haus, was mich schon die ganze Zeit genervt hat. Es ist dieses Haus. Meteorite kommt! Achtung! 2 Meteoriten kommen! Eins. Warte. Achtung! Oh ja, wild. Du hast gedacht, du bist in der Kirche sicher, oder? Du Armer. da ist ein Zombie mit einem Meteoriten drin. What the f***? Molle, du Trimax hier. Oh oh, was habe ich gerade gehört? Der Strom fällt aus, Tobi. Nein. Doch. Nein. Lass kein es. Wi-Fi mehr für euch. Ich will Wi-Fi. Die Stromverbindung ist hiermit unterbrochen und die ganze Stadt ist plötzlich dunkel. Habe ich das gerade richtig gehört? Die Zone verkleinert sich auch mit der Zeit. Oh, das kriegen wir hin. Oh mein Gott, nein. Nicht das berühmte. Oh mein Gott, nein. Ja. Das oh mein Gott, das Stadtschild. Das Stadtschild, nein. Nein. Nicht das Stadtschild. Oh mein Gott, nein! Meteoriten treffen immer weiter das Stadtschild, als hätte jemand gezielt da drauf geschossen. Du hast ja quasi drauf geschossen. Oh mein Gott, wir können die Götter nicht besänftigen, Tobi. Oh, oh Gott, stehe mir bei. Tobis hat nicht geholfen, die Götter sind sauer durch meinen Gesang geworden. Ja. Die Götter hassen das Yorkshire und Jostschild. Die hassen das einfach, Tobi. Die wollen nicht Cloud gönnen. Die haben das Schild von denen kaputt gemacht. Nein, der arme Typ, der hier über die Straße läuft. Nein, ich will den gar nicht treffen. Leute. Hier geht alles den Bach hinunter. Nicht die örtliche Tankstelle. Bitte, habt doch Erbarmen. Hier sollen wir kleiner und alle werden sie zusammengetrieben in der Mitte. Wie kleine Ameisen. Oh mein Gott, nein. Man, hier kommen nochmal welche reingescheppert. Oh mein Gott, nicht auf das Haus. Nein. Alter, oh mein Gott! Oha! Wie viele habe ich gerade geklatscht, was? Digga? Bro, es sind gerade 200 Leute gestorben von 100, wirklich.
Oh, ja. Bin ich so gut mit Zahlen? Hör mal bitte auf. Oh mein Gott, nein. Die armen Leute im Versicherungsbüro, die wissen nicht, was ihnen blüht. Ich bin in so einem riesen Einkaufszentrum oder was auch immer das ist, Digga. Nein. Bei Subway? Nein, Nicht der örtliche Subway. Nein, bitte. Oh, ich höre was. Oh mein Gott, das Dach wurde gedamaged. Ich glaube, in dem Einkaufszentrum sind so viele drin, Tobi. Ich habe das Gefühl, als würde jemand die Metroiden steuern. Revi, Tobi. Du musst mir helfen. Lauf! Du musst mir helfen, Juli, Einkaufszentrum. An alle Bürger der Stadt! Oh Gott. Hörst du den Alarm? Oh mein Gott. Das Mangel Teil 1, Teil 2 folgt zugleich. Weitere Menschen werden nunmehr sterben. Die ganze Stadt wird unter meinem Einfluss leiden. Das Einkaufszentrum wird zusammenbrechen. Nein! Die Zone wird knallen. Lasst Meteoriten regnen! Die ganze Stadt wird zusammenbrechen. Sie werden alle sterben. Und Hotz. Alter, ich habe gerade so viele umgebracht, Tobi. Ihr werdet jetzt erstmal in einen schönen fetten Graben ziehen. Du hast mich erwischt. Ich habe ein halbes Herz noch. Was? Du hast überlebt? Ja. Du hast ein Klingelton, hallo, du hast einen Anruf. Geh doch mal ran hier. Hallo. Dein Handy klingelt. Ding dong. Ran an den Lutz. Ich will einfach nur tot sein, Junge. Halt's Maul, Alter. Ich hasse das, ich diese Klingelton. Jamba, Sparabo. Oh, du hast mich erwischt. Jamba. Bist du tot? Ja. Richtig trauriger Tod irgendwie. Tja, was kommt davon, wenn du so wie jambast? Ich gebe euch Obsidian, baut euch Bunker. Hier, baut euch schnell einen Bunker aus Obsidian. Ihr habt genau 2 Minuten Zeit. Ich glaube sogar, ihr seid nicht sicher im Bedrock-Bunker. Oder wollen wir es austesten? Hast du keine... Ja. Wir sind sicher da drin. Schauen wir mal, wo sich hier alle verstecken, nicht wahr? Ihr denkt also, ihr werdet unter der Erde sicher, hä? Tobi, die bauen sich hier eine Base unter der Erde. Die bauen hier einen kompletten Obsidian-Bunker. Okay, lass den mal ein bisschen Zeit. Bro, what the f*** haben die denn hier gemacht? Was? Ich werde bestimmt nicht diesen großen Obsidian-Klotz hier angreifen. Der ganz unauffällig mitten in der Stadt steht. Das werde ich bestimmt nicht machen. Ah, da ist ein Loch drin. Die machen die auch Obsidian kaputt. Ja. Wild. Also Bro, wenn hier jemand drin ist, Digga, das überlebt er nicht lange. Ich sag's dir, wie es ist. I say you like it is. Oh Gott. Holy. Ist da jemand drin? Oh, Bro, Alter. Gott. Was hier runterregnet. Tja, Yorkshire. Damit hast du wohl nicht gerechnet, dass der Admin dich hasst. Ach, er ist schon tot, Digga. Der ist da schon gestorben. Du hast ihn schon bekommen, Revi. Ich höre nicht auf. Ich weiß, da ist, glaube ich, keiner mehr drin. Okay, Tobi, bombardier mit mir die Stadt. Leo, ab jetzt hier, fröhliche Musik unterwegs. Oh mein Gott, Junge. Oh mein Gott, der Bunker in der Mitte. Da sind noch eine Menge Leute drin, Alter. Aber die haben nicht damit gerechnet, dass überall Pufferfische spawnen. Diese Apokalypse einfach. Digga, so eine unlogische Apokalypse. Der Bunker ist voller Pufferfische. Sayonara, liebe Gebäude. Oh, oh da ist er ja. Als ob ich die Person gerade noch erwischt habe. Okay. Okay, jetzt erstmal außerhalb der Tonne alles kaputt machen. Ich sag mal so, viel übrig ist nicht, ne? Nee. Digga, wie es regnet. Ja. Meinst du, der ist tot? Der ist definitiv tot. Digga, einfach der arme Turm. Bro, es gibt immer noch ein paar Überlebende. Die bauen sich wieder ein. Echt jetzt? Junge. F. Ja, ich sehe ja noch ein paar Namen mit drin. Ich höre doch hier Leute. Nicht schlecht. Die machen das gut. Die haben sich auf einen Block gedrückt in der Erde. 9 Stück sind es noch. Warte mal, hängen die alle da? Wo hängen die alle? Zeit, sie zu suchen, Tobi. Keiner entgeht unserer Naturgewalten.
Läuft jemand einfach weg in der Nähe? Und? Kriegt das? Überlebt er? Oh Gott, nee. Und weg ist er. Ja, der ist tot. Bro, wo sind die letzten fünf? Steht einer wie immer noch in der Ecke. Oh, zwei wieder raus. Donwall Barnes Bruder heißt der Gewinner. Was? Donwall Barnes Bruder. Einer lebt noch. Pepeana. Die läuft aber auch so rum. Die laufen beide, ja, die laufen beide rum. Wer von den beiden überlebt zuerst? Oh. Okay. Donwall Barnes Bruder hat wirklich gewonnen. Lol. Wild, Digga. Wildes Event auf jeden Fall. Das müssen wir definitiv nochmal zocken. Allerdings mit einer Welt, die ihr euch vorbereitet dafür, Leute. Donwall Barnes Bruder, fettes GG, Leute. Ja, sehr geil, Leute. Das war's vom heutigen Community Event. Arschgeile Nummer, oder Tobi? Ja, war echt sehr, sehr gut. Vorsicht, überall kommen Pufferfische. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbeischauen und lasst auf jeden Fall gerne mal Support bei Leon da und allen weiteren, die hier mitgeholfen haben. Kuss an Leon, Kuss an Yorkshire. Ja, Leute, das war's. Lasst einen Daumen nach oben da. Auf Wiedersehen. Tschüss.